Der Papiermacher aus Trebsen. Ich bin nicht der Papiermacher von Trebsen, sondern ich bin der Werkleiter von der Papierfabrik Trebsen. Hallo. Ich grüße Sie. Hi. Braucht man eigentlich noch Papier? Also Papier ist nach wie vor ein hochspannendes Thema, gerade für mich persönlich. Es gibt unglaublich viele Papiersorten. Es gibt grafische Papiere für Bücher, für Speisekarten, für Etiketten. Es gibt Sicherheitspapiere, Banknoten zum Beispiel, Urkunden. Es gibt Hygienepapiere, Toilettenpapier, es gibt Küchenrollen. Ich denke an Pappteller, seit neuestem sogar Strohhalme, ne, aus Papier. Und dann gibt es eben den großen Part der Verpackungspapiere, aus denen man jede Art von Verpackung herstellen kann. Kartonagen, das ist das gebräuchlichste, Papiertragetaschen, Säcke für Zement, Hundefutter, solche Dinge. Ne? Stellen Sie sich mal vor, für die Herstellung von einem Auto werden über eine Tonne Verpackungsmittel benötigt. Konkret, wie stelle ich Papier her? Ja, man nimmt in unserem Fall den Rohstoff, einen Altpapierballen, löst den Faserverbund, erzeugt einen Papierbrei, der wird sortiert, das Ganze wird auf ein Sieb aufgetragen, das Blatt wird gebildet, das Blatt wird dann entwässert, einmal mechanisch und einmal mit Hitze. Und die damit erzeugte Papierballen wird auf Kundenmaße umgeschnitten. Geht das nicht einher mit einem enormen Wasserverbrauch? Das ist ein großer Irrglaube. Wir benutzen das Wasser. Ja? Also wir nehmen das Wasser aus der Mulde, lösen den Faserverbund, machen die Faser pumpfähig, erzeugen das Blatt, fangen das Wasser auf, nutzen das in mehreren Kreisläufen. Und am Ende führen wir es über eine Abwasserbehandlungsanlage, die wir selber im Werk betreiben, und leiten es dann der Mulde wieder zu. Unter einem enormen Energieaufwand dann sicherlich. Wir brauchen für die Herstellung von einer Tonne Papier etwa 300 Kilowattstunden Strom und anderthalb Tonnen Dampf. Also der Energieeinsatz ist relativ hoch, und zwingt uns aber dazu, eben besonders intelligent mit den Energien umzugehen. Und alles, was wir in Trebsen an Energien brauchen, erzeugen wir selber. Das ist Dampf und Strom mit zwei Kraftwerken, ein Gaskraftwerk und ein Braunkohlestaubkraftwerk. Das heißt, der CO2-Ausstoß ist bei Ihnen auf jeden Fall auch ein Thema, den zu senken? Der CO2-Ausstoß ist für jedermann zurzeit ein Thema. Und da kommt uns sehr zugute, dass der eigentliche Kernprozess, das Papiermachen selber, so gut wie CO2-emissionsfrei ist. Wo wir CO2-Emissionen ausstoßen, ist bei uns in der Staplerflotte. Und da haben wir heute schon entschieden, dass wir zukünftig auf E-Stapler setzen. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wie man ein CO2-neutrales Kraftwerk sich vorstellen könnte. Das heißt, Sie wollen weg vom Braunkohlestaub? Ja, wir suchen mit Hochdruck nach einem Nachnutzungskonzept. Wenn ich mir überlege, wie ein Papierherstellungswerk zu DDR-Zeiten ausgesehen hat, kann man das vergleichen mit dem Werk von heute? Nein, absolut nicht. Das kann man definitiv nicht vergleichen. Also wir sind unterliegen sehr strengen Reglements, die also auch unangekündigt von den Bewachungsbehörden kontrolliert werden. Und im Endeffekt, was setzen wir heutzutage noch ein? Wir setzen Wasser ein, wir setzen Altpapierfaser ein, wir setzen Energie ein und natürlich noch verschiedene Additive- und Zuschlagstoffe. Das mengenmäßig größten Anteil, die Weizenstärke zu nennen. Kommen wir mal zum Kern des Werkes, der Maschine. Wie muss man sich denn so eine Maschine vorstellen, so eine Papiermaschine? Also eine Papiermaschine besteht nicht aus einer Einheit, die man also an den Strom anschließt und die man dann startet, sondern das sind mehrere sehr komplexe, sehr große, sag ich mal, Maschinen, die miteinander verkettet werden. Und am Ende, diese Produktionsstraße nennt man Papiermaschine und die ist bei uns über 100 Meter lang. Ja. Funktioniert autark komplett? Ist sehr hoch automatisiert. Die ganzen Maschinenteile und Antriebe müssen aufeinander abgestimmt sein, aber es braucht eben trotzdem jede Menge Handwerker, also in dem Fall sind es bei uns Fasertechnologen, Papiermacher, die die Maschine führen, umstellen und den Prozess überwachen. Kommen wir noch mal dazu, was kommt ins Werk rein, was kommt raus? Input, Output. Ins Werk rein kommen Altpapierballen mit den Abmessungen von 1,30 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter. Der Ballen wiegt etwa 500 Kilogramm und davon verbrauchen wir im Jahr etwa 520.000 Stück. Am Tag sind das 900 Tonnen. Und am Ende entsteht eine große Mutterrolle, die nennt sich Tambour. Abmessung 3,10 Meter, Durchmesser 4,36 Meter in der Breite und wiegt dann so viel wie 4 ausgewachsene Elefantenbullen. Ja? Und davon produzieren wir über 30 Stück am Tag. So bekommt man es aber nicht im LKW. Das heißt, wir müssen auf Kundenmaße umschneiden und dann passen immer 8 bis 10 Rollen auf einen LKW und 400 Rollen verlassen das Werk am Tag. Das ist eine ganze Menge an Informationen, die Sie mir da mitgegeben haben. Haben Sie vielleicht ein bisschen was zum Aufschreiben, ein Stück Papier vielleicht? Der Papiermacher hat Papier dabei, ne? Genau. Vielen Dank.